sind so schön die Bienen drin, ne? Ja, man sieht sie nicht. Da ist sie. Das ist irgendwie eine besondere. Hier, guck mal, die ist so eine dunkelbraune Biene. Hier von Förster. So, wir sind hier im Naturschutzgarten. Hier kannst du gehen, ne? Hier auf dem Mulch. Hier sind die ganzen Nistmöglichkeiten auch. Guck mal, das ist von 45, 46 das Haus. In der schlechten Zeit, ne? So alt ist das schon. Für Nest für Weißstor, Bussard. Birgit, hier geht's zum Turm, ne? Hier sind alles so Mist, Insekten, Mistholz. Ich will hier aber mal reingehen. Und hier ist es. Und Kräuter steht da dran. Ich sehe keine Kräuter. Das ist der Kompass. Und hier ist das Denkmal für den Regenwurm, ne? Das wäre der Garten der Zukunft. Ja, da steht auch im Buch, wie viel auf einem Spatenstich, wie viel da drin wohnen, ne? Wie viele Würmer und so weiter. Guck, die Hummeln sind unterwegs. Hier sind sie, ne? Für den besten Helfer im Garten, den Regenwurm. Es graut ja auch nicht, sondern das tut ja nur begrenzen, ne? Begrenzen, finde ich, das begrenzt wird. Hier ein Heidegarten. Sind aber sehr unruhig, ne? Wo ist eine? Okay, weiter. Das ist ja riesengroß hier, ne? Gerade Gefahr dabei. Und die nehme ich, ne? Schöner Holzturm, ne? Und in den blau-weißen Himmel. So, Eulenturm heißt der Gute, ne? Übrigens, dieses Zeichen für ein Naturschutzgebiet, das stammt von ihm, das hat er erfunden. Ja. Was da heute auch, die Eule da. Erfunden? Mhm. 10 Personen. Also auch mit Douglasienhölzern gebaut. Bleibt mal da unten, ich fotografiere euch von. Schönes romantisches Häuschen. Sehr schönes romantisches Häuschen, da möchte ich schon drin wohnen. Das macht nicht mal gut. Gucken, das ist eine Storchenhütte. Wohnt? Ich will da hier auch noch mal gucken. Hier geht's noch weiter, Birgit. Da oben. Was ist denn hier mit dem Storch? Ach so,
Hier ist alles über den Storch ausgestellt. Storchenhütte. Ach. Hier ist auch jetzt zu dunkel, ne? Hier, das sind die großen Waldameisen. Ja, und zwar die großen Waldameisen. Die habe ich schon jahrelang nicht mehr gesehen. Guck, jetzt tragen sie ihre Eier in den Bau rein. Die haben sie draußen hingelegt.